und herzlich willkommen zum Thema Bonsai. So, jetzt hatten wir vorhin jetzt schon einen Film gesehen oder den ersten Film gesehen von heute. Und ich werde noch einen zweiten Film machen, weil ich habe wieder etwas gefunden, wiedergefunden in dem Sinne, was ich jetzt lange Zeit auch nur von oben gesehen habe. Und mir ist jetzt hier etwas bewusst geworden. Das ist ein Kandidat, ein Bonsai-Kandidat in Vorbereitung. Den habe ich damals in einem Graben gefunden, habe ihn dort herausgerettet im Prinzip. Und damals stellte sich die Frage, was können wir mit diesem geraden Stamm machen? Ist da irgendwas mit möglich oder nicht möglich? Vielleicht gelingt es uns ja, ihn im unteren Bereich wieder zum Austrieb zu bringen. Ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze jetzt mal gemeinsam etwas näher an, denn hier hat sich etwas gezeigt, etwas Wunderbares, etwas Wunderschönes, und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und ich weiß auch nicht genau, wie ich jetzt weiter vorgehe mit der Kastanie. Eine Idee habe ich zwar, ob ich das realisieren kann, ist eine andere Frage, das weiß ich jetzt noch nicht, und von daher werden wir das gemeinsam ausprobieren. Mal gucken, ob es uns tatsächlich gelingt, das so hinzubekommen, wie ich mir das vorstelle. Ich würde sagen, schauen wir uns das Schätzchen mal etwas näher an und mal gucken, was wir damit machen können oder vielleicht auch nicht. Mal sehen, ob es uns gelingt. Ach so, ganz kurz vorab zeige ich euch jetzt einen Clip von einem Tier. Einem ganz wichtigen Tier, was ja für die Natur wichtig ist und auch für, ja, für die Menschheit in dem Sinne. Es ist allerdings so, dass dieses Tier sehr oft verwechselt wird. Und um welches Tier es sich handelt, das sehen wir jetzt. Und dann könnt ihr euch das Tierchen mal angucken oder die Tierchen in dem Sinne. Denn die sind tatsächlich wirklich nützlich. Und von daher sollte ich das vielleicht auch mal zeigen, etwas näher bringen, damit man sich da auch mal Gedanken drüber macht, über diese Tiere. Denn sie sehen zwar ähnlich wie andere aus, sind es aber nicht. Und von daher zeige ich euch das jetzt mal. Mal ganz kurz hier am Rande gezeigt, das sind keine Wespen in dem Sinne, also sie stechen nicht, das sind Schlupfwespen. Das sind Schädlingsbekämpfer Nummer 1 hier im Lande, sollten wir nicht vergessen, wird leider sehr oft verwechselt ja, mit der normalen Wespe. Na, wo ist sie denn jetzt? Hier haben wir sie jetzt nochmal zum Trinken. Ja, es ist also so, dass die uns nicht stechen. Leider werden sie, wie gesagt, oft verwechselt. Nun ist sie wieder weg. Ja, ist nun mal so. Aber es sind tatsächlich Nützlinge Nummer 1 hier. Das dürfen wir nicht vergessen. Sie bekämpfen jede Menge Schädlinge, die sie auch fressen. Und von daher dürfen sie hier zum Trinken kommen. Aber wie gesagt, sie werden oft verwechselt mit den Wespen. Und von daher, ja, ist das natürlich ein bisschen doof für die armen Tiere. Ich sehe das immer wieder auch bei unseren Kindern. Die denken auch mal, das sind Wespen und kriegen dann Angst und Panik. Es ist aber nicht so. Die tun also wirklich nichts. Es sind Schlupfwespen. Die stechen nicht, sondern sie bekämpfen Schädlinge in dem Sinne. Fliegen, Mücken und alles mögliche an Getier fressen die also auch. Und von daher dürfen sie hier ruhig zum Trinken kommen. Aber man muss die Kinder so ein bisschen, ja, sensibilisieren dafür, denn sie sehen tatsächlich aus wie richtige Wespen in dem Sinne, sind es aber nicht. Und hier ist also reger Verkehr. Die fliegen hier hin und her, weil hier unten Wasser drin steht. Das ist so genial. Ja, also die dürfen hier tatsächlich sein, ohne dass man Angst haben muss. Es ist gerade etwas windig, ich hoffe mal, dass es jetzt nicht stört. So, das ist der Grund, warum ich den Kandidaten damals gerettet habe aus dem Graben. Wegen dieser Bewegung hier unten am Stammansatz. Das sah so genial aus und ja, es war jetzt die Hoffnung, treibt er hier neu irgendwo aus oder nicht. Und tatsächlich hier sehen wir eine Knospe, die also tatsächlich jetzt hier austreibt. Jetzt haben wir die Möglichkeit, später den Baum hier neu zu gestalten von hier aus. Ist eine Möglichkeit. Ich werde aber erst eine andere versuchen. Ob das gelingt, weiß ich allerdings noch nicht. Von daher werden wir jetzt gemeinsam machen. Wenn es schief geht, dann habe ich halt Pech gehabt, oder wir dann in dem Sinne, wäre natürlich schade, aber nichtsdestotrotz ist es dann nicht so tragisch, weil wir haben hier die Möglichkeit, den Kandidaten neu aufzubauen. So, das ist eine Weide, dann haben wir hier einmal Gras drin und einmal Löwenzahn. Nicht wahr? Wächst eben auch in der Natur. So, ja, ich würde sagen, dann schauen wir uns den Kandidaten einmal komplett an und dann erzähle ich euch, was ich jetzt hiermit vorhabe. Vielleicht kann man es jetzt schon erkennen, was hier das Manko ist. Und zwar ist das der Stamm. So, jetzt wird zwischendurch ein bisschen windig. Der ist gerade. Könnte auch gefallen, aber das passt hier irgendwie nicht zueinander. Dieser lange gerade Stamm. Hier oben haben wir eine Schnittstelle damals, wo er abgeschnitten wurde. Also dementsprechend eingekürzt. Dort ist er dann wieder ausgetrieben. Das hat wunderbar geklappt. Und ja, jetzt die Frage, wie können wir ihn jetzt weiter vorbereiten, so wie er jetzt ist. Nicht wahr? Das Einfachste, denke ich mal, wird jetzt tatsächlich ihn zu drahten.
und hier eine Bewegung hineinzubekommen. Da muss ich gleich mal gucken, ob ich das hinbekomme, denn ich glaube fast, den Draht, den ich habe, der ist zu dünn dafür. Aber versucht macht klug, nicht wahr? Von daher werden wir das gleich einfach mal ausprobieren. Und dann zeige ich mal euch noch mal kurz den Kronenbereich hier, denn auch dort hat sich etwas entwickelt, gezeigt in dem Sinne, was natürlich auch jetzt sehr interessant ist für die Bonsai-Vorbereitung. Und dazu mal das Ganze mal ein bisschen näher hier heran. Das erste, was ich im Frühjahr gemacht habe, wir hatten ihn damals umgetopft gemeinsam und wir haben hier oben die Hauptknospe entfernt, herausgeknipst und tatsächlich ist er jetzt hier seitlich wieder am Herauswachsen und er wird auch nur differenziert wachsen, also nicht sehr stark, denn bei Kastanien ist eigentlich so, dass sie nur einmal wachsen im Jahr und dann hören sie auf. Da wir ja nur hier die Knospe herausgenommen haben, wächst er seitlich jetzt natürlich nach und dementsprechend aber auch relativ verhalten und wenn sich dann die Endknospe entwickelt, dann ist auch Schluss mit Wachstum. Von daher haben wir das dann so weit erreicht, dass wir also ja einen sehr kurzen Abstand zwischen Knospen und Knospen entwickeln. Das ist für die weitere Gestaltung später als Bonsai Voraussetzung und ganz wichtig, dass wir also kein langes Triebwachstum haben. Und das ist also bei dem Baum hier tatsächlich gelungen. Dann haben wir ein kleines Manko. Ich versuche es mal eben hochzuheben. Das sieht man hier. Hier ist die alte Schnittstelle. Die müssen wir nacharbeiten, nachschneiden. Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt schon mache. Ich denke mal, ich warte noch bis nächstes Jahr. Wir wollen erstmal gucken, dass wir den Baum dann jetzt, ja, wie soll man sagen, erstmal ein bisschen in Form bekommen. Mal gucken, ob uns das gelingt. Ein bisschen Bammel habe ich davor, ehrlich gesagt, aber ist ja nicht ganz so tragisch, nicht wahr? Denn er kann ja von unten sich neu entwickeln, gegebenenfalls. Also wagen wir es einfach mal. Der Heubänder ist unterwegs. Ich habe mir jetzt ein T-Shirt angezogen, weil das ja, sieht dann doch jetzt hier besser aus. Allerdings ist es so heiß, also ich ziehe es auch gleich wieder aus. Ja, jetzt ist die Frage, kriegen wir ihn gedrahtet oder nicht? Ich gehe davon aus, dass dieser Draht hier zu dünn ist. Also zumindest habe ich das jetzt so im Gefühl. Jetzt haben wir hier den Bogen. Jetzt werde ich versuchen, das Ganze in diese Richtung zu lenken. Wobei hier eigentlich diese Hauptknospe neu herauswächst. Aber ich will mal gucken, wie es uns gelingt, weil vielleicht war Versuch, macht klug. Wollen wir mal gucken, was hier überhaupt möglich ist mit diesem Bäumchen. Ob das überhaupt uns hier dementsprechend gelingt. Ja, es ist nicht so einfach. Kannst du mal glauben. Vor allen Dingen, wenn man nicht genau weiß, ob der Draht halt dementsprechend jetzt dick genug ist oder nicht. Aber wir werden es einfach mal versuchen. Ich drahte ihn erstmal bis oben hin und dann werden wir das Ganze gleich mal vorsichtig versuchen, jetzt zu drahten. Wenn es uns nicht gelingt, dann werde ich noch einen zweiten Draht hinzunehmen. So, ich denke mal, das sollte erstmal ausreichend sein. Den Rest lasse ich erstmal dran. So, ja, sieht ja schon mal ganz witzig aus, nicht wahr? Spirale. Weiß Bescheid. Ich denke mal, es wird uns nicht gelingen, aber Versuch macht klug, nicht wahr? Einfach mal vorsichtig. Wie gesagt, ganz vorsichtig. Die wollen ihn ja nicht abbrechen, nicht wahr? Gegebenenfalls lassen wir das gleich so, wie es ist und werden das nochmal nacharbeiten dann. Also, soweit ist schon mal ganz okay. Er federt jetzt nicht zurück. Das ist schon mal gut. Allerdings würde ich ihn gerne hier unten noch etwas mehr. Moment, dann nehmen wir uns einfach einen zweiten Draht und versuchen den dann mal parallel zu drahten, um den Draht dementsprechend noch mal besser dicker zu bekommen in dem Sinne. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich das mache, nicht wahr? Also dürfen wir nicht vergessen. Versuch macht klug, immer wieder mal ausprobieren. Von daher, ja, also ist schon eine coole Sache, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob es mir gelingt, meine Güte. So, ich lasse ihn erstmal ein bisschen oben hin. Okay. Dann versuchen wir jetzt vorsichtig nochmal, aber wie gesagt, nicht zu viel. Er kann ganz schnell brechen, da müssen wir also wirklich vorsichtig sein. Das ist nicht so einfach, von daher immer ein bisschen mit Gefühl. So, das ist soweit okay. Na, geht da noch ein bisschen? Die Knospe ist noch okay, ist nichts passiert. So, jetzt sieht das Ganze natürlich ein bisschen merkwürdig aus, nicht wahr? So ein krummer Baum, aber es ist doch tatsächlich gelungen, ihn mit diesem Draht zu drahten. Das ist ja schon mal gut. So, ich lasse ihn jetzt so, beobachte das Ganze eine kurze Zeit, muss mir das angucken genauer, wie ich dann jetzt hier weiter vorgehe, was noch möglich ist zu drahten. Also, nicht wahr? Lieber erstmal ruhen lassen und dann mal gucken, wie es damit gleich weitergeht. Versuch macht klug, nicht wahr? Weiß Bescheid. So, ich möchte jetzt gerne versuchen, ihn etwas mehr von hier aus nach da zu bringen. Ob mir das gelingt, naja, werden wir gleich sehen, nicht wahr? Ist aber gegeben. Für mich jetzt wird es am besten aussehen. Von daher werde ich es mal versuchen. Dazu nehme ich mir jetzt noch einen Draht, damit wir hier einfach mehr, ja, Spannung reinbekommen in das Ganze. Und gegebenenfalls auch den Stamm ein bisschen stärken, damit er uns nicht bricht. Es ist natürlich klar, dass diese Anbindung nicht lange dranbleiben darf, nicht wahr? Das haben wir im letzten Film schon gesehen.
Bei der Kastanie weiß ich jetzt allerdings noch nicht, inwieweit, wie schnell das Ganze einwachsen kann. Das müssen wir dann beobachten. So, ich werde es jetzt einfach mal versuchen. Moment. Okay. So, festhalten das Ganze. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Joa, das klappt doch relativ gut, muss ich sagen, ehrlich gesagt. Ja, doch, das geht schon mal. So, dann werde ich ihn von hier aus. Moment. Mal drehen. Einmal weiter runter. Alter Schwede, was der mitmacht. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So, jetzt habe ich ihn auf jeden Fall schon mal in diese Richtung gebracht. Das Ganze muss jetzt wieder zurück. Möchte ich jetzt zumindest. So, vorsichtig, nicht wahr? Wir wollen ja nicht zerreißen den Baum. Alter Schwede, was da möglich ist, da staunst du. Ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. So, jetzt haben wir einigermaßen Bewegung schon drin hier. Alter Falter. So, das Ganze ist jetzt natürlich zu lastig nach hier. Das müssen wir jetzt langsam wieder zurückbringen, das Ganze. Das heißt, wir sind jetzt hier und gehen dann wieder nach da, würde ich sagen. Och, Herr Jemine. Ja, da ist so mit den Bögen, ne? Da weißt du auch nicht so genau, in welche Richtung soll er denn jetzt gehen. Okay, vorsichtig nach hier. Mal hier ein bisschen zurück. Hier ein bisschen nach da. Oh, oh. Ja, so. Mal gucken, dass wir den vorsichtig jetzt wieder etwas nach oben bekommen. Alter, was der mitmacht. Damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Aber wie gesagt, ganz vorsichtig, nicht wahr? Nicht über den das Ganze. Ich hoffe, dass es jetzt nicht irgendwann knack macht. So, ist vielleicht noch nicht ganz perfekt. Jetzt haben wir es hier gleich gerade, dann geht es nach hier. Dann geht er nach hier. Jetzt müsste er hier eigentlich wieder etwas mehr nach hier gehen. Müsste, nicht wahr? Oh Mann, was der mitmacht, der Kandidat. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nee, ich würde sagen, ist schon mal ganz cool. Ja, ich würde sagen, wir lassen ihn jetzt so und werden das Ganze in ein paar Tagen, Wochen, je nachdem, wie lange das jetzt dauert, bis er sich dann tatsächlich so hält, nicht wahr? Dass er so bleibt, dass wir ihn dann nochmal losdrahten und dann gegebenenfalls nochmal nachdrahten, dass die Zellen sich also wieder gekräftigt haben, gestärkt haben, denn wir haben sie jetzt gerissen. Das dürfen wir nicht vergessen, nicht wahr? Wir haben sie gedehnt, gerissen und von daher muss er sich erstmal etwas erholen und dann können wir das Ganze später nochmal, ja, dementsprechend nacharbeiten. Und hier oben die Schnittstelle werde ich jetzt nicht nachschneiden, weil ich einfach zu viel Angst habe, dass mir das dann hier irgendwie abbricht. Den oberen Teil müssen wir natürlich auch noch wieder in die andere Richtung bringen. Aber ich würde sagen, das machen wir im nächsten Schritt. Ja, nicht zu viel auf einmal, weil wie gesagt, nochmal drahten können wir auf jeden Fall. Aber hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass es tatsächlich möglich ist, den Kandidaten so krumm zu bekommen. Ja, krumm und schief ist er jetzt nicht, wa? Okay. Ich denke mal, es ist uns jetzt einigermaßen gelungen. Wie gesagt, wir können das Ganze später nochmal nachdrahten. Ich werde mir demnächst auch einen dickeren Draht nochmal bestellen, damit das etwas einfacher verläuft. Aber mit dieser Technik ist es also doch genial. Und der Vorteil ist, es kann nicht so schnell reißen oder brechen, wenn man jetzt mehrere Drähte hier drum wickelt. Zumindest habe ich jetzt die Erfahrung so gemacht. Von daher ist das schon mal ein guter Vorteil. Sicherlich kann man das noch ein bisschen abändern von der Bewegung her. Ist ein ganz klarer Fall. Aber da muss jeder auch für sich selber entscheiden, inwieweit er seinen Baum in Bewegung haben möchte. Den Stamm im Prinzip dann, ich denke mal, ja, ist doch soweit ganz gut gelungen. Wie gesagt, Schritt 1 ist getan. Jetzt müssen wir mal gucken, wann wir den Draht abnehmen können. Wie lange das dauert, habe ich jetzt noch keine Erfahrungswerte. Vielleicht weiß jemand das von euch ja bei der Kastanie, wann dann die Form jetzt so erhalten bleibt. Passiert das tatsächlich in 3-4 Wochen oder dauert es vielleicht 2-3 Monate? Ich weiß es noch nicht. Aber nun ja, wir werden es herausbekommen. Und wenn es jemand weiß, darf er uns gerne das verraten, damit wir alle schon mal ein kleines Stückchen schlauer sind. So, und wie gesagt, wir haben jetzt unten diese eine Knospe hier, wo wir den Baum komplett neu aufbauen können, wenn wir es denn möchten später. Ansonsten werden wir versuchen, das Ganze weiter zu gestalten. Hier sind so ganz kleine Risse zu erkennen. Von daher werde ich das Ganze jetzt nicht in die Sonne stellen, sondern absonnig, um den Baum bzw. um den Stamm nicht zusätzlich noch zu belasten, dass der hier nicht heiß wird. Und von daher, ja, werde ich das Ganze, wie gesagt, absonnig stellen. Und dann lassen wir uns mal überraschen, wie es dann mit dieser Kastanie dementsprechend weitergeht. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon einiges wieder mitgenommen heute an Erfahrung gesammelt, insbesondere was das Drahten angeht. Es ist nämlich gar nicht so schwierig. Man muss aber schon ein wenig aufpassen, dass man ihn nicht abbricht, nicht wahr? Kann auch passieren. Würde ich jetzt nicht sagen, dass mir das nicht passiert. Wir haben jetzt heute Glück gehabt und von daher, naja, was soll's, nicht wahr? Versuch macht klug. Mal sehen, inwieweit wir diese Bewegung erhalten später oder gegebenenfalls nochmal etwas ändern. Ich sehe gerade, hier ist er mir etwas zu gerade in dem Bereich hier. Aber nun ja, nicht alles auf einmal. Ich lasse das jetzt erstmal so und dann wollen wir mal gucken, wie es mit dem Kandidaten weitergeht. Wir wollen ja auch nicht überbelasten, den Stamm. Dum, dum.
So, ich verziehe mich dann jetzt auch mal in den Schatten hier. Es ist nämlich richtig warm in der Sonne und wir sehen jetzt hier bei dieser Bonsai-Bank, Bonsai-Regal, Bonsai-Podest, im oberen Bereich haben wir jetzt schon Schatten. Hier vorne ist noch ein bisschen Sonne, aber in 10 Minuten ist die Sonne hier auch weg und stehen die Bonsai schön angenehm hier im Schatten. Es ist wirklich richtig kühl hier, also wesentlich angenehmer. Ist doch gar nicht mal verkehrt, wenn man sich mal dahin stellt, wo die Bonsai oder setzt, wo die Bonsai stehen. Dann fühlt man auch mal so ein bisschen mit den Pflanzen mit. Ja, Bonsai-Drahten oder nicht, bisher war ich kein Freund davon, aber boah, ja, es macht doch Spaß, ehrlich gesagt, wenn man ein gerades Teil etwas in Bewegung bringt. Die Bewegung ist noch nicht optimal. Ich gehe mal davon aus, dass ich in den nächsten Tagen, also nicht jeden Tag, nicht mehr, sondern alle paar Tage, keine Ahnung, vielleicht jede Woche, das Ganze noch mal ein bisschen zurechtbringe, so wie ich denke, dass es dann vielleicht später mal schick aussehen könnte. Aber ich möchte jetzt nicht zu viel hier dran rumbiegen, denn er hat doch einiges mitgemacht. Man sieht auch ganz feine Risse in der Rinde und von daher muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also nicht ständig hin und her bewegen, mal in die Richtung, mal in die Richtung, mal passt nicht, dreh in die andere Richtung. Nee, mach das bloß nicht, weil dann bricht er dir mit Sicherheit ab. Denn ne, du kannst mal biegen und nochmal biegen und wenn er nochmal biegt, sagt, ist er vielleicht schon durch. Das ist ja beim Draht im Prinzip genauso, wenn du zu oft hin und her bewegst, gut, weil da hat es auch mit Hitze zu tun. Nun ja, es soll erstmal so dahingestellt sein, wir haben es immerhin geschafft, ihn in Bewegung zu bringen, diesen geraden Besenstiel. Und von daher ist das schon mal genial. Ja, ich würde sagen, dann schauen wir uns die Kandidaten an, wenn es damit weitergeht. Wie gesagt, das Wichtigste ist jetzt natürlich die Tatsache, dass ein Schatten muss und die Tatsache, wann können wir den Draht abnehmen? Wann ist das möglich? Nicht, dass er uns zurückspringt wieder in die Gerade. Also bei der Hainbuche haben wir ja gesehen, hat es etwa 7 Wochen gedauert, bis wir tatsächlich schon sehen konnten, dass ein Teil schon eingeschnitten war in dem Stamm, in dem Ast beziehungsweise. Nun ja, also bei der Kastanie geht man davon aus, dass das Dickenwachstum jetzt nicht so schnell sein wird, aber das sind so Erfahrungswerte, die muss man mit der Zeit mitnehmen und die kann ich jetzt erst erfahren, weil ich bisher eigentlich nie gedrahtet habe, zumindest nicht viel, hier und da mal so ein bisschen, ja, aber nee, war ich noch nie der Freund von, aber nun ja, in solch einem Fall geht es jetzt nicht anders, ne? Obwohl, wir hätten auch natürlich den Baum von unten neu aufbauen können, allerdings erst im nächsten Jahr, diesen Rückschnitt würde ich jetzt nicht empfehlen, sondern dann erst im Frühjahr dann zum Austrieb, wenn die Pflanzen soweit sind, dass sie anfangen zu wachsen, dann könnte man das Ganze wieder komplett zurückschneiden, bis auf dieses eine kleine Äuglein, was wir dort unten gesehen haben. Nun ja, mal sehen, was der Baum uns in Zukunft noch alles so zeigen wird, was wir mit diesem Bäumchen gemeinsam lernen können. Auf jeden Fall macht es viel Spaß, ja, auch mal wieder ein neues Projekt dementsprechend weiter voranzubringen. So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch und viel Spaß bei Pflanzen, Bonsai, Garten, ja, Hydroponik, Kokedama und hast du nicht gesehen, die Welt ist so groß im Reich der Pflanzen, was alles möglich ist und wir entdecken gemeinsam nach und nach immer wieder mal was Neues oder mehr oder Veränderung oder hast du nicht gesehen, was Bescheid. So, wenn es gefallen hat, winke, winke, bis ganz bald. Ja, im Reich der Pflanzen. Es macht so viel Spaß. Und ich, die Bank ist geil, Alter. Da kannst du dich auch dann jetzt mal, ne, so selber in den Schatten setzen. Du brauchst nicht warten, bis da hinten die Sonne weg ist, sondern kannst dich mal hier zwischen die Bonsai hocken, nicht wahr? Ja, macht doch irgendwie Spaß. Freundchen, Freunde der kleinen Miniaturbäume. So, winke, winke. Ja, die Falken sind unterwegs. Da ist der nächste. Die brüten bei uns im Dach. So, tschüss.